Läuft. Ja, warum PDFA? Das kann man sich wirklich fragen. Es gibt PDFs, funktioniert gut, Adobe Reader aufgespielt, alles ist in Ordnung. Die meisten Dokumente sind völlig einwandfrei anzuschauen, auszudrucken. Nichtsdestotrotz sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es nicht das erste Mal wäre, dass wir mit der digitalen Steinzeit geschlagen werden. Wenn ich auf meinem Rechner Dokumente versuche anzuschauen, die ich vor 10, 15 Jahren angelegt habe, dann gibt es eine zunehmend größere Zahl an Dokumenten, die ich nicht mehr aufmachen kann. Mein Quark Express 3.3-Dokument kann ich zum Beispiel nicht mehr aufmachen, weil die schöne Ressource-Fork verloren gegangen ist. Eine Dateikonstruktion auf dem Mac, die noch bis in dieses Jahrtausend hinein sehr wichtig war, aber leider nicht mehr bei jedem Kopiervorgang erhalten bleibt. PDFA ist insofern eine Ausprägung von PDF, die es sehr wahrscheinlich macht, dass ich Inhalte, die ich heute im PDF-Format habe, auch in 5, in 10 oder in 100 Jahren noch anschauen kann, noch ausdrucken kann und die mir insofern nicht verloren gehen. PDFA ist nicht nur eine Teilmenge eines Dateiformates, es ist auch ein Konzept. Es ist ein Konzept, dass sich eine Industrie darauf verständigt, eben PDFA zu machen, nicht irgendwas ganz anderes. Und dadurch eine Fokussierung zu erreichen, die es auch in 50 oder 100 Jahren noch sinnvoll macht, Software dafür zu entwickeln, nämlich Software für PDFA und nicht für 50 oder 100 Dateiformate, sondern für ein Dateiformat, das einigermaßen komplex ist, nicht ganz trivial zu implementieren ist, aber eben nur eines. Und insofern sich alle auf dieses Format verständigen, unterfüttert durch die ISO-Standardisierung, lassen sich enorme Ressourcen sparen und Ressourcen fokussiert einsetzen für die Verwendung dieses einen Formates. Und ich glaube, dass PDFA bereits bewiesen hat in den 4 Jahren, die es das Format jetzt gibt, dass das eine sehr gute Entscheidung ist. Wir haben in vielen Bereichen, egal ob in der klassischen Archivierung oder in großen Unternehmen, eine Konsolidierung in Richtung auf dieses Format und bewegen uns allmählich weg von dem Wahnsinn der endlosen Zahl vieler Formate, die alle nur 5 oder 10 Jahre Lebenszeit haben und irgendwann sowieso wieder verschwinden werden. Oder haben Sie noch eine WordStar-Datei auf Ihrem Rechner?